Hi Leute und willkommen zurück zu Genshin Impact Patch 4.2. Ein Tag später. Und wie ich schon vermutet hatte, die Melusine Questline geht einfach mal weiter im Akt 3. Fragen und Antworten heißt das Ganze jetzt. Guck, da ist der, der ich vermute, dass er den Vogel weggeschafft hat. Mal gucken. Frau Chefredakteurin, wie sollen wir darauf reagieren? Schau, was in diesem Brief geschrieben steht. Das ist doch die zweite Drohung. Was? Was meinst du mit zweite Drohung? Wo ist denn die erste? Wir sind da. Er weiß von der ersten Drohung. Sie nicht. Wir haben den Brief mit der ersten Drohung. Zass. Ihr kommt gerade rechtzeitig. Habt ihr etwas herausgefunden? Wir haben herausgefunden, dass Herr Arthur von einer Frau, die sich Krähe oder Amsel nennt, gestohlen wurde. Sie hegt scheinbar irgendeinen Groll gegen euch. Ja, aber auf welchen? Wer hat sie dazu beauftragt? Sie hat einen Drohbrief am Tatort hinterlassen. Er wurde zwar von jemandem mitgenommen, aber wir haben ihn wiedergefunden. Wie bitte? Es gibt also wirklich einen ersten Drohbrief. Kann ich ihn mir mal ansehen? Ist das etwa? Woran erinnerst du dich? Hört euch bitte zuerst das an. Das ist der zweite Drohbrief, den wir heute Morgen erhalten haben. Der Verfasser scheint sehr aufgewühlt gewesen zu sein. Aha. Lull? Okay. Okay. Paimon, war an dir will sich niemand rächen. Also es hat ja alles damit zu tun, weil irgendjemand beim Steambird den Doktor zu Unrecht beschuldigt hat, bla bla bla, der dadurch vor Gericht kam, Duell gefordert hat, gestorben ist. Anscheinend will sich dafür jetzt die Enkelin am Steambird rächen und hat im wahrsten Sinne des Wortes dem Steambird dafür geklaut. Ja, war aber sass. Ich hab ja gewusst, irgendwas stimmt mit dem Typen nicht.
Was macht dieser Kevin schon wieder? Und natürlich, er sucht auch den Schatz. Hunde sehen alle gleich aus. Okay, das ist der Verräterhund, der den eigenen Meister verraten hat. Okay. 3250. Was wollen wir ihm denn zum Schnüffeln geben? Oh lol. Das? Also, ne? Nicht, dass ich nicht wüsste, dass hier was so aussieht, als wenn man da gleich reingehen könnte. Oh, Lul. Ich habe gedacht, wir hätten ihr den gegeben. Ja. Das war gerade klar. Also. Okay. Er hat gerade die Kiste raus. Ja. Oh nein. Sie haben ihn wirklich drei geteilt. Nein. Die Monster. Diese Monster. Haben ihn wirklich zerlegt. Zwei 10k-Krits. Nicht schlecht, nicht schlecht. Großer Chef. So als. Ja, natürlich. Es werden alle von der vorherigen Story jetzt wieder zusammenkommen und sich gegenseitig kloppen wegen dem Schatz. Und die wissen nicht mal, dass das der Vogel ist anscheinend. Das ist der Körper von Herr Ador. Oh, wie grausam. Aber gibt es noch etwas? Du musst es am letzten Ort sein. Ja. Müssen wir den Hund auch noch zerteilen.
Oha. Es oben drauf. Time to shine. How brilliant. Okay, jetzt waren keine über 10.000 Crits mehr dabei. Das heißt, Hydro auf jeden Fall dann für Damage. Er wartet schön auf uns, gar kein Problem. Da, fuck. Die Verdächtige ist die Frau, die ihn verlassen hat, beziehungsweise wo er weg ist.
okay, gleich schon mal mitnehmen, wenn wir hier sind. Aber die ganzen Nebenquests führen einen wirklich doch gut rum, dass man irgendwie immer in der Nähe von irgendwelchen Teleportern dann später ist, wo man dann einfach mal rangehen kann, ich die mitnehmen kann. Dann wieder zurück. Wir haben ihn in einem Stück. Ja, drei. Die Zeitung, beziehungsweise eine der die Fake-Sachen in der Zeitung gepostet hat, hat praktisch dazu geführt, dass der Doktor praktisch im Duell Selbstmord begangen hat, aber sie hat gekreuzt. Komisch. Ich hätte den Laden abgefackelt. Ja. Manche Leute glauben, dass es ein Exklusivbericht unserer Zeitung von vor 30 Jahren war, der die öffentliche Stimmung aufgewühlt hatte und wodurch Dr. Mozo schließlich ums Leben kam. Ja. Doch die Wahrheit ist, dass unsere Zeitung diesen Artikel nicht von sich aus veröffentlicht hat, sondern auf Wunsch vom Doc. What? Okay, vielleicht hätte ich den Laden doch nicht abgefackelt.
Oh lol, okay. Ja. Also sie hat ihn jetzt erst erkannt, weil halt alle Kartbecher so aussehen. Okay, das ist einfach nur ne, sich mal kurz angeguckt. Jo, hier, Karte. Moment. Wir sind doch schon wieder hier. Erzähle ich jetzt nicht für zwei andere Sachen schon mal hier war. So ein Prank. Dann schon wieder hier, wo die Schatzkarte. Kommen wir hier tiefer da. Ah, hier ist noch eine Neben. Okay. Ist das schon wieder so eine Kanone? Off we go. Okay. Aber welche Wände?
Welche Wände darf ich nicht kaputt machen? Zeig mal. Noch mehr? Nö, schade. Okay. Haben wir Notiz 1 schon verpasst? Ja. Da war ich wieder ein Stück zu schnell. Okay. Okay, der Schiffhörter, der Anschein ist korrekt. Die Sache ist nicht mehr zu retten. Okay. Der Lügendetektor hat nicht die Fähigkeit, Lügen zu erkennen. Alle Testergebnisse werden insgeheim von Moso manipuliert. Dies ist der überzeugende Beweis für die Manipulation und die täuschende Öffentlichkeit. Blablabla. Nachdem ich verurteilt worden bin, werde ich umgehend ein Duell vorschlagen. Sobald ich abgestorben bin, sollte sich die Lage wieder beruhigen. Geil! Natürlich. Der Roboter geht gleich kaputt. Fatui-Nerven wieder. Ah ja. Let the world come alive. Shower me with teamwork is dream work.
of my way. Stop right there. Los, mach ihn fertig. What the fuck? Ich spam doch. Ups. Habe ich gerade einen freundlichen Roboter erschossen?
Hm. Okay, ich bin raus, kann's sprengen. Hä? Story, das muss man nicht verstehen. Also wenn der jetzt ein Schild gewesen wäre und man hätte nicht rausgehen können. Okay. Ich kann auch einfach rausgehen, wieder hochschwimmen und fertig. Hä? Scheiß auf die kleine Höhle hier. Ist eh nichts drin. Verarscht.
Okay, also hat jetzt weiß, oh, wie heißt die Fatui mit ihrem Roboterkumpel? Jetzt komme ich nicht auf den Namen. Da ist er wieder. Oh.